Hallihallo, hallo Leute, und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen röderhaften Part von Minecraft Village Wars. Heute allerdings alleine, da ich leider nicht dabei sein konnte während der Aufnahme, während der Herr Röder Zeit hatte, beziehungsweise auch der Ludus, und deswegen bin ich heute alleine auf dem Server und werde einfach mal schauen, was ich so mache. Mir wurde im Grunde aufgetragen, dass ich doch ruhig mal ein bisschen Holz farmen könnte. Und das werde ich natürlich auch machen. Hier haben wir noch ein paar Pilzsuppen drin. Hier haben wir einen. Oh, 40 Eisen. Das gefällt mir auf jeden Fall. Hier sind auch noch ein paar Dings drin. Ein paar Eisen. Und ich muss eben schnell noch was einstellen. Und zwar. Wird das vielleicht hier sein? Nee. Oh, könntet den sehen? Diese Story ist doch. Oh, egal, egal. Stelle ich wann anders ein, stelle ich wann anders ein, mache ich irgendwann noch. Wir haben zwei Öfen, deswegen teile ich das mal auf. Soll ja schneller gehen. So, Eisen haben wir auf jeden Fall schon einiges. Ich habe ja auch noch ein bisschen was an Sticks und Tasse nicht gesehen, also da gibt es erstmal kein Problem. Eine Spitzhacke mache ich mir auf jeden Fall erstmal. Eine Eisenspitzhacke. Na komm, mache ich mir gleich zwei, weil ich gönn's mir einfach mal. Ich habe ja so oder so noch ein bisschen Eisen dabei, von daher, ich kann es mir einfach mal gönnen. Problem wird natürlich sein, wir müssen im Allgemeinen einfach eine gewisse Ordnung finden. Wie genau wir den ganzen Kram, den wir haben, denn jetzt letzten Endes anordnen und hast du nicht gesehen. Das könnte unter Umständen noch ein kleines Problem werden, aber ich denke mal, wenn hier dann wirklich der ganze wichtige Kram drin sein wird, dann ist das kein Problem. Ach komm, bald, hier haben wir den ganzen Kram drin. So. Dann brauche ich auf jeden Fall Äxte. Ich mache mir einfach mal zwei Äxte. Denn wie gesagt, mir wurde aufgetragen, dass ich eventuell mal so ein bisschen was an Holz farmen könnte. Da Holz ja doch schon was ganz Wichtiges ist eigentlich. Denn ohne Holz ist das schon ein bisschen doof. Und dann sollte ich auch daran denken, dass ich schon. Ah, kann ich mitnehmen. So, dann sollte ich auch dran denken, dass ich auf jeden Fall, wenn ich dann das Holz geholt habe, auch einen Teil irgendwie wegpacke, ne? Denn ist ja ein bisschen doof, wenn ich dann das ganze Holz in meinem Inventar habe. Auch wenn wir die nächste Aufnahme doch zusammen machen wollen, ist ja klar. Eigentlich hätten wir auch diese Aufnahme zusammen machen wollen. Diese Nachricht ist ja mal geil. Hier spricht Gott, ich hoffe, es ist alles Rödi. Okay. Das hat was, das hat auf jeden Fall was, das gefällt mir. Ah. So sollte es sein, so sollte es sein. Okay, habe ich vielleicht auch irgendwie was Thementechnisches momentan? Nee, habe ich eigentlich nicht. Themen wurden mir zwar schon reingeschrieben und ich habe auch schon eine Ahnung, wie der erste Part bisher angekommen ist, das Projekt an sich. Und bisher muss ich zugeben, finde ich wirklich, das Projekt ist super angekommen bei euch. Also ihr seid ja sehr gut dabei eigentlich. Kommentartechnisch, es wird sich auf das Projekt gefreut und der eine oder andere schreibt auch, dass er durchaus Kommentare schreiben wird. Und auch Fragen und hast du nicht gesehen. Da freue ich mich natürlich besonders drüber. Weil, wenn man bei so einem Projekt dann auch wirklich aktive Zuschauer dabei hat, die auch so ein bisschen was mitbestimmen, das finde ich eigentlich immer ganz dufte, deswegen, da bin ich auf jeden Fall für zu haben. Freut mich auf jeden Fall. So. Das ist ja normales Eichenholz, das will ich ja nicht. Ich weiß, normales Eichenholz könnte ich natürlich jetzt auch holen, aber wenn wir hier jetzt schon so viel Schwarzeiche haben, dann werde ich erstmal Schwarzeiche benutzen. Und da tut's mir leid, wenn das doof ist, ne? Aber ne? Ist halt so. Söhrchen. Dann hoffe ich einfach mal, dass wir hier irgendwie noch weiterkommen. Wir haben ja jetzt im Grunde. Ich kann ja bis zu den 20 Minuten gehen. Darf halt nur nicht rüber, ne? Das ist ja schon so eine Sache. Ich darf halt nur nicht über diese 20 Minuten rüber. Aber ich hoffe, dass ich das irgendwie im Auge behalte. Ich meine, Minecraft nehme ich wirklich nur in 720p auf und nicht in Vollbild. Also nicht Vollbild, sondern wirklich
Fenstermodus 720p und dann direkt daneben Audacity laufen. Das heißt, ich sehe im Grunde die Zeit. Hoffe ich mal. Ich hoffe, ich achte drauf. So, aber was auf jeden Fall erstmal gemacht werden sollte, ist eine Runde schlafen. Denn ich sehe schon, dass die Zeit so ein wenig dafür gekommen ist. Problem ist natürlich auch, ich weiß nicht, wessen Bett wessen ist, ne? Also, das hab ich leider nicht im Kopf. So, dann halt hier. Aua, jetzt bin ich sogar gegen das Mikro gekommen. Okay. Wenigstens haben wir jetzt schon mal... Ach, ist das schon durch? Oh, das ist aber super. Ich sollte eigentlich die Tür auf jeden Fall zumachen, wenn ich hier am Ofen stehe. So, dann haben wir jetzt über einen Stack hiervon, über einen Stack Eisen. Das ist auf jeden Fall schon mal super. So ist auf jeden Fall alles rödi. Dann gehe ich natürlich weiter Holz holen. Wenn wir erstmal so ein bisschen was an Holz haben, dann habe ich ja eigentlich meine Aufgabe schon erfüllt. Und danach, auf jeden Fall in den nächsten Parts, werden wir uns dann so ein bisschen daran machen, dass wir uns schon mal so ein bisschen um die Stadt kümmern. Also es ist auch der Ludus, der hat auch gesagt, er hätte jetzt gerade doch schon ein bisschen mehr Lust auf die Stadt, als jetzt sich auf PvP vorzubereiten. Ich meine, PvP, das kann, darauf kann man sich natürlich nebenher auch noch vorbereiten, weil man muss ja so oder so irgendwie Steine farmen oder irgendwas anderes, wofür man halt Material braucht und so weiter. Deswegen kann man das durchaus auch zwischendurch machen, wenn sich jetzt zum Beispiel der eine um die Stadt kümmert, kann der andere natürlich noch ein bisschen minen gehen und vielleicht ein paar Sachen farmen, damit die Stadt natürlich einiges an super Stuff bekommt. Das ist ja auch schon mal klar. So, ich hoffe, der Ludus ist mit Schwarz-Eichenholz zufrieden, weil normales Eichenholz, das möchte ich hier jetzt nicht unbedingt abbauen, weil Schwarzeiche, das ist einfach so schön, mit Schwarzeiche zu bauen. Das hat einfach was. Also, es sieht nicht nur schön aus, es ist auch noch sehr, sehr, sehr viel vorhanden hier. Übrigens noch ein Grund mehr, weshalb ich diesen ganzen Quatsch hier abbaue. Schwarzeiche ist einfach sehr gut und sehr, sehr stark vorhanden. So. Dann mal gucken, gibt's hier noch was? Ja, natürlich gibt's hier noch was. Ist doch hier mein Mann, ich glaub's aber nicht. Ah, na gut. Ich weiß ja nicht, ob wir alles mögliche an Regeln schon geklärt hatten, aber ich glaube schon. Ich wüsste jetzt nicht, was an Regeln da jetzt noch direkt fehlen sollte. Eigentlich nur etwas, was dann auch noch die Teilnehmer an sich betrifft. Und nicht jetzt irgendwie die Zuschauer. Aber mit euch ist das natürlich auch schon so eine Sache, denn ihr habt ja im Grunde auch ein Recht, etwas mitzubestimmen. Ihr könnt nämlich insofern Sachen mitbestimmen, die, wie die Parts so aussehen, mehr oder weniger. Denn wenn ihr jetzt irgendwas Bestimmtes in die Kommentare schreibt, auf was ihr persönlich jetzt, sagen wir mal, Lust hättet, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir sollen mal irgendwie ein bisschen durch die Gegend wandern, dann können wir auch durch die Gegend wandern. Wenn ihr sagt, wir sollten vielleicht mal uns ein bestimmtes Gebäude vornehmen, weil ein Dorf, eine Stadt, das hat ja auch immer so bestimmte Gebäude, wie zum Beispiel eine Schmiede oder was weiß ich. Und solche Sachen zum Beispiel, die kann man natürlich in die Kommentare schreiben. Wenn man natürlich auch Ideen hat, mit was man sowas bauen kann, kann man das auch in die Kommentare schreiben. Wenn man Ideen hat, über was man während der Aufnahme, während den Parts sprechen kann, an Themen oder was weiß ich, oder wenn ihr hoffenweise Fragen habt, dann könnt ihr diese natürlich auch in die Kommentare stellen. Jetzt aktuell beantworte ich natürlich noch keine, weil die würde ich dann schon gerne, also zumindest die Fragen, die jetzt aktuell... die Fragen, die es... Guck mich nicht an. Geh weg. Stirb. Na gut. Die Fragen, die es aktuell schon gibt und die Themen, die könnte man eigentlich eher in der Gruppe besprechen. Deswegen mache ich das jetzt gerade noch nicht, weil einer ist halt keine Gruppe, ne? Verpiss dich, Schwein. Danke. Ist aber schon ekelhaft, wie das Schwein mich einfach so angeguckt hat. Ah... Deswegen solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr immer jede Menge Fragen parat haltet oder Themen, über die man sprechen kann. So, gib mir den Apfel her. Kam von da oben, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht, ob Schwarzeiche auch Apfel droppt. Das sind natürlich auch so Dinge. Wenn wir jetzt irgendwelche Fragen haben, dann könntet ihr natürlich diese ganzen Fragen auch beantworten. Das wäre auch ganz knorke eigentlich.
Weil wir wissen ja nicht alles, ne? Wir wissen nicht alles. Ich denke mal, das solltet ihr wissen. So. Ach Gottchen. Ich denke mal, diesen Baum hier nehme ich mir noch und dann habe ich erstmal genug Holz besorgt. Dann dürfte ich auch schon einiges an Stacks haben, glaube ich. Und so ein Part hier komplett gefarmt, das sollte eigentlich schon ausreichen. Zumindest für eine gewisse Zeit. Wir werden das ja jetzt nicht instant. Ich muss mich immer noch daran gewöhnen, welche Taste ich jetzt wirklich für Sneaken benutzt habe. Normalerweise habe ich das wirklich drin, aber wenn ich dann mal eine Zeit lang nicht Minecraft spiele, dann ist das natürlich auch weg. Da ist noch ein Apfel. Äpfel sind natürlich besonders wichtig, denn PvP ist hier natürlich ein sehr, sehr großer Aspekt in diesem Projekt. Nur wenn man PvP macht, kann man auch gewinnen. Ja, mehr oder weniger eigentlich, weil man kann auch gewinnen, wenn man nicht wirklich kämpft. Weil man kann ja im Grunde auf die Dummheit der anderen Spieler hoffen. Beziehungsweise auf die Dummheit anderer Spieler setzen. Und kann das Ganze hier gewinnen. So, den Baum noch, weil dann habe ich nämlich hier schon mal so die ganzen Schwarzeichendinger erstmal weggehauen. So. Den hier. Aber wie gesagt, Äpfel sind aber wichtig. Goldäpfel, besonders die mit Goldblöcken. Ist natürlich eine ziemlich heikle Angelegenheit, wenn man jetzt sagt, man möchte wirklich aus Goldblöcken die Sachen machen. Weil man braucht wirklich einiges an Gold dafür. Immerhin braucht man ja 9 Goldblöcke und für jeden, für einen einzigen Goldblock braucht man ja auch schon wieder 9 Gold. Also, das ist wirklich schon einiges an Gold, was man da braucht. Und wenn man bedenkt, dass wir 3 Personen sind, dann ist das natürlich nochmal eine etwas andere Sache, weil jeder hier so etwas braucht. So, ich habe jetzt hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen was gefarmt. Das ist super. Ja, so ein bisschen was nehme ich mir immer mit. Man weiß ja nie, wann ich das mal gebrauchen kann. 1, 2, 3. Ich brauche nämlich auf jeden Fall einen Eimer. So. Sagen wir, ich mache mir direkt noch einen, weil einen nehme ich immer Wasser und der andere, der wird dann auf jeden Fall Lava sein. Denn man braucht ja auch einen Lava-Eimer. So, und noch mal was zu essen, man weiß ja nie. Sticks habe ich habe Kohle, also im Grunde könnte ich eigentlich schon. Ich könnte im Grunde schon anfangen, mir eine kleine Hütte zu bauen, nur bringt das jetzt gerade nicht mehr so viel, da ich ja schon relativ lange am Zug bin. Ich habe ja schon 13 Minuten. Deswegen würde ich sagen, gehe ich jetzt einfach noch mal ganz, ganz kurz nach unten, beziehungsweise. Ich schau einfach mal, was da unten so gemacht wurde. Ich weiß ja nicht, der Ludus hat mir geschrieben, die haben einiges gefunden und sind auch noch weiter hier irgendwo rumgegurkt. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass die hier noch ein bisschen was angeguckt haben, gefarmt haben vielleicht oder so. Hier zum Beispiel war ich noch nicht. Das war dann der Herr Röder oder der Ludus. So, aber man soll ja trotzdem nochmal gucken. Vielleicht gibt es hier noch irgendetwas, was ich nicht, was die nicht gesehen haben, was ich jetzt mitnehmen kann. Ne, hier haben sie alles mitgenommen. Okay, da hätten sich jetzt gerade ein bisschen Kohle, aber die Kohle ist jetzt nicht unbedingt so wichtig, das jetzt immer mitzunehmen. So. Redstone. So, ein Wassereimer auf jeden Fall. Zack, Redstone nehme ich mit. Denn Redstone, damit kann man schöne Sachen basteln. Entweder Fallen für die anderen Spieler. Das muss dann natürlich nicht unbedingt in unmittelbarer Nähe sein. Das heißt, es kann natürlich auch irgendwo anders sein, wo die eventuell gar nicht erst vorbeikommen. Aber ich weiß ja nicht. Man muss einfach immer gucken. So. Ach, und dann sind wir hier eigentlich schon durch, oder was? Das ist ja echt super. Ah. Der war echt gut. Der war sehr gut. Dann nehme ich mir auch direkt die Lava mit. Und ich habe Diamanten gefunden.
Das ist auf jeden Fall schon mal super. Wir sind hier echt schon auf Dia-Höhe? Das ist krass. Das ist echt krass. Okay. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal Diamanten gefunden. Das gefällt mir. Mal gucken, ob ich das Achievement kriege. Nee, kriege ich nicht, denn das ist immer so eine Sache. Achievements, die kriegt man nämlich nur, wenn man die auch in der richtigen Reihenfolge macht. Zumindest meine ich, dass es so war. Und wenn ich halt nicht, wenn ich halt ein bestimmtes Achievement vorher nicht gemacht habe, dann sind die Diamanten, dann werden mir die Diamanten nicht wirklich angezeigt. Ich muss natürlich jetzt auch besonders aufpassen hier, weil ich ein... Ach Mensch. Dann waren sie hier schon, aber... Ah, okay. Dann bin ich einfach den richtigen Weg gegangen. Hier könnte ja eventuell auch noch irgendwo was liegen, ne? Okay, erstmal nicht. Dann baue ich erst nochmal Kohle und Eisen ab. Kohle natürlich auch immer, denn entweder braucht man Kohle, um zu beheizen. Hoppala. Um seine Sachen zu schmelzen. Oder man braucht Kohle für die Level. Und hier ist ein Slime, den würde ich eigentlich zu gerne töten, weil Slimes, die droppen ja auch Slime Balls und Slime Balls bräuchte ich auf jeden Fall für Pistons. Also Sticky Pistons, ist ja, denke ich mal, schon klar. Denn für Pistons braucht man an sich kein Slime Ball. Aber Sticky Pistons braucht man natürlich Slime Balls, ist ja klar. So. Da muss ich muss halt nur aufpassen, dass ich nicht getötet werde. Weil es dann auf jeden Fall schon mal nicht gut ist für unsere Stadt. Das heißt, wir haben nämlich dann einen Bürgermeister tot und eventuell gehen meine Dias weg. Das soll natürlich nicht sein. So, deswegen immer schön umschauen. Nicht, dass man hier irgendwo von einer Seite plötzlich attackiert wird. Denn das ist nicht schön. So, und dann würde ich sagen, nach dieser kleinen Kohleader gehe ich dann auch mal direkt nach oben. Und freue mir einen Ast ab. Nee, nee, ich werde nach oben gehen und werde dann... So. Werde nach oben gehen und dann werde ich einfach... Lapis Lazuli. Oh. Dann werde ich mich da einfach ausloggen. Ich meine, ich habe jetzt Diamanten. Die werde ich nämlich... Drei dafür werde ich verwenden, um eine Diamantspitzhacke zu machen. Und wiederum eine verwende ich dafür, um... Hi. Oh. Wiederum eine verwende ich dafür, um... Nein, warte. Die Dia-Spitzhacke, die verwende ich dann dafür, um mir Obsidian zu holen. Genau, das war's, was ich sagen wollte. Oh Gott. Dann brauche ich allerdings nochmal einen Diamanten mehr. Dann können wir uns eigentlich schon einen Verzauberungstisch machen, können eigentlich schon das Verzaubern so ein bisschen anfangen. Da wir also da so viel rumlatschen und haufenweise Stuff bekommen, könnten wir das eigentlich ganz locker machen. Ich muss jetzt nur ganz, ganz schnell den Ausgang finden. Das wäre eigentlich ganz töfte. Der ist da mit Sicherheit irgendwo da oben. Da ist noch Eisen. Nehme ich aber jetzt nicht mit. Weil ich würde schon gern einfach nur den Ausgang finden. Weil ich möchte jetzt nicht überziehen. Ausgang gefunden, wunderbar. Okay, Leute, dann sage ich hier an dieser Stelle schon einmal, es war eigentlich ein erfolgreicher Part. Ich habe uns haufenweise... Oh nein, dunkel. Ich habe uns haufenweise Holz besorgt und ich habe Diamanten gefunden. Das heißt, für mich ist es auf jeden Fall schon mal ein sehr erfolgreicher Part gewesen. Ich denke mal, für die anderen beiden dürfte es auch ein relativ erfolgreicher Part gewesen sein. Deswegen würde ich jetzt einfach erst einmal sagen, hier rein und da rein, ich sage jetzt erstmal auf Wiedersehen. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich das natürlich mit einem Daumen nach oben und einem Kommentar begrüßen und bestätigt haben wollen. Und wenn euch Fragen einfallen, Themen einfallen, schreibt sie einfach in die Kommentare und dann werden wir drei darüber labern. Vielleicht werde ich auch mal mit anderen quatschen, ich weiß noch nicht. Aber ihr werdet es sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie schon gesagt, und wir sehen uns einfach morgen wieder. Tschüssi und Kowski. Ich muss erstmal so hier runter. So, tschüss!